Hallo und willkommen zu einer neuen Super Mario Bros. Wii Challenge. Ich nenne sie die Eisblock Challenge. In diesem Video werden wir die komplette Welt 1 von New Super Mario Bros. Wii mit dieser Challenge spielen. Nun lasst sie mir euch erst einmal erklären. Wir dürfen zuerst mal nicht von Gegnern getroffen werden, weil wir sonst nur Eisblock spielen. Und das zweite, wir müssen Gegner gefrieren und dessen Eisskulpturen bis zum Ziel bringen. Und das ist nun unsere komplette Challenge für dieses Let's Play. Manche Level können auch nicht geschafft werden. Das sehen wir dann später. Ich glaube sogar, das zweite Level kann sogar nicht geschafft werden. Werden wir dann sehen. Aber lasst es uns erst einmal probieren. Bisher geht das erste Level relativ leicht. Wir dürfen halt nicht von den Goombas oder irgendwen getroffen werden. Sonst geht das hier. Perfekt, geschafft. Das war schon das erste Level. Bisher sehr, sehr leicht. Aber wenn man dann die späteren Level bedenkt, zum Beispiel mit 8, wenn dann die Meteoriten runterfallen, das kann dann schon schwieriger werden. Gehen wir schon mal ins zweite Level. Das Höhlenlevel. Hier die Goombas können wir natürlich nicht nehmen, weil wir müssen ins Rohr. So. Hier den Goomba könnten wir theoretisch nehmen, aber später kommt hier ein Powerblock. Und den müssen wir natürlich erstmal aus dem Weg räumen. So, jetzt können wir diesen Goomba hier nehmen. Und versuchen das Level mit ihm auf Kopf zu schaffen. Okay. Ich glaube, ich hätte nicht auf diesen Blöcken hier gehen sollen. Oh, das war knapp. Oh. Da haben wir ihn zerbrochen. Da haben wir ihn zerbrochen. Das müssen wir leider resetten. Ihr seht schon. Sehr spaßig das Ganze. Kann man ruhig machen, wenn man mal wieder Lust auf New Super Mario Bros. Wii hat, aber sich so denkt, Spiel war schon relativ leicht. Dann macht doch einfach eine Eisblock-Challenge. Das kann man ja ruhig auch mit anderen Challenges verbinden, wie zum Beispiel besiege keinen anderen Gegner oder sammle keine Münzen. Sonst ist das ja relativ leicht. Oder schwer, kommt aufs Level drauf an. Genau, und mit dem Powerblock kommt man sonst hier nicht durch und da unten fällt die Eisskulptur einfach herunter. Na komm. Ach ja, und zu dem fertig gewordenen Projekt, also Projekt Let's Play von 100 Rooms of Enemies. Okay, hier kommen wir nicht durch. Hier könnten wir natürlich alle Blöcke erstmal wieder wegmachen und dann nochmal komplett zurückgehen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn des Ganzen hier ist. Nein. In einem Run durchzurennen ist nicht möglich. Und dass man erst das komplette Level schaffen muss und dann nochmal komplett zurück. Nein. Gehen wir ins dritte Level. Ja genau, zu dem Let's Play 100 Rooms of Enemies habe ich außerdem noch etwas vor. Das werde ich vielleicht in nächster Zeit mal fertig kriegen. Oder nicht, wer weiß. Es ist auch relativ dauerlastig. Ich wollte schon immer mal ausprobieren, eine Animation von etwas zu machen. Deswegen habe ich mir überlegt, warum nicht mal... Ups. Das war knapp. Oh, warum nicht mal eins meiner Videos hier nehmen? Oh, ist das knapp. Eins meiner Videos hier nehmen und zu sagen, warum nicht mal da draus eine Animation machen? Und da bin ich zurzeit drüber, das zu machen. Und wenn ich damit fertig bin, dann... Okay, das geht. Und wenn ich dann damit fertig bin, werde ich sie euch zeigen.
Ja, kann gar nicht sagen, wie genau ich jetzt damit weit bin. Kann schon so 60, 65% fertig. Kann sein. Okay, das Secret Exit hier in 1.3 können wir natürlich nicht machen. Weil da müssen wir in Rohr. Und wir können mit Skulpturen auf unserem Kopf nicht in Röhren gehen. Oh, der Turm ist auch sehr eng. Da weiß ich auch nicht, ob das klappt. Aber mal schauen. Mal schauen. Puh, das war auch schon wieder sehr knapp. Oh nein, können wir nicht. Denn hier kommen wir leider nicht durch. Denn ein Punkt dieser Challenge ist natürlich auch, wir dürfen nur den erstmöglichen Gegner nehmen und in Eisskulpturen verwandeln. Das heißt natürlich, sonst könnte man ja einfach kurz vorm Ziel den Gegner eingefrieren und damit ins Ziel gehen. Bringt relativ wenig, deswegen diese Regel. So, Wasserlevel. Weil in meinem Wasser können wir doch gar keine Eisskulpturen hochheben, oder? Aber wenn wir sie an die Oberfläche treiben lassen, dann schon, oder? Nein, können wir nicht. Okay, dann bringt das Ganze hier gar nichts. Dann bringt das Ganze hier überhaupt nichts, weil wir können hier gar nichts tun. Okay. Oh, wunder. Damit geht Welt 1 ja viel schneller fertig, als ich dachte. Hoffentlich können wir die letzten drei Level wenigstens noch machen. Okay. Siegen wir die Goombas nur mit unserer Eisblume. Geschafft. Ja, die Idee hatte ich, wie gesagt, ich wollte einfach mal New Super Mario Bros. Wii spielen. Und habe mir dann dabei so gedacht, ist schon etwas zu leicht. Und so hatte ich einfach gedacht, warum nicht mal eine Challenge machen? Habe mir die ganzen Power-Ups angesehen und dann gedacht, okay. Wieso nicht einfach mal die Eisblume nehmen und dann den erstmöglichen Gegner einen zu einer Eisskulptur eingefrieren und mal sehen, wie weit man kommt. Und das Ganze dann, wie hier aufgenommen, so dass man es auch sehen kann. Okay, diese ganzen Standard Graslevel, die scheinen, ups, yep, die scheinen zu gehen. Aber Höhle und so, das will alles nicht. Na gut. Bin ja gespannt, was Schloss geht. Ups. Oh, wie kommen wir denn hier durch? Ah, jetzt kommt kein Gummi. Boah, dieser Block. Dieser Block, der hätte den ganzen Run hier zerstören können. Aber wir haben's. Okay, noch zwei Level. Zwei Level zu schaffen. Okay, wenn das Ganze zu kurz wird, kann ich ja auch trotzdem nochmal weil eines das zweite probieren. Weil da war ja keine Wand, die richtig versperrt hat. Sondern nur Blöcke. Okay, Wolkenlevel. Wolkenlevel sind eigentlich genau dafür gemacht, weil es hier kaum Blöcke gibt, die. Oh, das war knapp. Die, was zerstören können. Alles, was hier ist, ist eigentlich nur Plattformpanik. Genau, einfach nur Plattformpanik. So. Ein weiteres zukünftiges Video wird sein. Ich habe ja schon mal da drin in meinem Kanal-Trailer habe ich ja schon von gesprochen, dass auch Programmiervideos oder Videos einfach übers Programmieren kommen werden. Und da könnt ihr euch auch schon auf was freuen. Denn ich bin gerade dabei, etwas zu programmieren. Könnt ihr euch schon drauf freuen, aber ich werde euch noch nicht verraten, was es ist, denn da müsst ihr auf das Video warten. Okay, das ging auch relativ leicht. Fehlt nur noch das Schloss. Eins Schloss. Oh, da bin ich überhaupt nicht sicher mit diesen ganzen Zahnrädern, ob das da möglich ist. Das hier ist nochmal das komplette Gegenteil von dem
Plattform Panik Level, also hier ist auch Plattform Panik, aber mehr mit Zerquetschung gemischt. Und ja, der zerbricht. Okay. Das wiederum bedeutet, ja, ich werde nochmal eins das zweite probieren. Und dann war es das für diesen Teil. Gut, sehr, sehr kurz, aber wer weiß, wie das hier mit dem Level wird. Wir müssen ja nochmal komplett zum Ende. Und dann komplett, oh nee, warte mal. Kommt da nicht die Stelle, wo die zwei Röhren so übereinander sind, dass man da nicht durch kann? Zumindest wenn man was trägt, müssen wir probieren. Okay, hier erstmal den Weg frei machen. Genau. Dann geht's hier durch. Mal gucken, ob hier noch was ist, was uns aufhalten könnte. Genau die Stelle hier meinte ich. Hier. Fällt der da nicht runter? Oh, okay. Spätestens hier fällt er auf jeden Fall runter. Sei denn, können wir uns hier eine Art Brücke bauen? Okay, so war diese Challenge absolut nicht gedacht. Okay. Jetzt hier runterbauen. Jetzt hier noch. Und dann müssten wir theoretisch durchkommen. Komm. Dürfen wir halt auch nicht zu viel stampfen. Da kommen wir mit normalen Sprung hoch, aber hier nicht. Können wir zwar Anlauf nehmen. Hier können wir aber auch Anlauf nehmen. Machen wir uns jetzt noch den einen hier weg? Ja. Ja, komm. So. Okay, vorausgesetzt natürlich, wir kommen hier überhaupt durch. Sieht man die Perlen der Pflanze nicht, dass die uns noch stört am Ende. Und jetzt nochmal komplett zurück zum Ende und den Goomba holen. Jetzt haben wir die Brücke so, die Höhle so geformt, dass der Goomba auf jeden Fall durchkommen müsste. Also nochmal ganz zurück zum Anfang. Haben wir andere Level, die sonst noch eventuell funktionieren würden? Im Turm könnten wir eventuell noch probieren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Respawnt der wenigstens? Nein, ich glaube nicht. Ja. Yay, alle neuen Farben. Keine Sorge, ich schneide euch den Weg von Höhle zurecht machen weg. So, da sind wir wieder. Hoffentlich verlieren wir unseren Goomba diesmal nicht so dumm wie nur möglich. Einfach mit Schwung über diesen Block. Perfekt. Denn das ist schon relativ nervig, ständig hier diese Höhle zurechtzubauen. Deswegen hoffe ich, dass wir es eventuell diesmal schaffen. Komm. Sonst habe ich ja keine Lust mehr drauf. Wieso springe ich denn viel zu hoch? Wieso mache ich das? Na gut. Wir sehen uns wieder am Anfang dieser Höhle. So, hier sind wir wieder. Diesmal habe ich auch bei der mittleren Area hier jeden einzelnen braunen schwebenden Block weggemacht. Oh, dass die uns wenigstens nicht stören können. Hier. Aber hoffentlich springe ich diesmal auch nicht wieder zu hoch und zerbreche irgendwo meine Skulptur.
Deswegen hoffe ich, dass es einfach so hier funktioniert. Einfach durchrennen, okay. Okay. So weit waren wir noch nie. Jetzt sind wir wenigstens mal neue Hindernisse. Okay. Hier vorsichtig, denn das hier... Okay, hier darf man nicht zu lange drauf stehen bleiben. Sonst wird dir hier Platz zu eng und man verliert die Skulptur. Also einfach durchrennen. Okay. Hier durch. Piranha-Pflanzen sind weg zum Glück. Okay, hier kommt man durch. Jetzt die Stelle. Oh. Kommen wir gar nicht durch. Zeit. Okay. Wie machen wir das dann? Okay, ich glaube, es ist immer noch. Es ist und bleibt nicht zu schaffen. Andererseits, wenn wir einfach die Brücke anders bauen, wenn wir diesen unteren Block wegmachen und nur den oberen lassen, dann könnte es eventuell funktionieren. Okay. Versuchen wir es uns hier einfach am einfachsten zu machen. Sodass auch nichts möglicherweise schief gehen könnte. Ihr könnt auch ruhig in die Kommentare schreiben, welches der ganzen, ich sag mal, Formate euch jetzt am besten gefällt. Also entweder hier, wie ich Bootlegs spiele, wie ich Romhacks spiele, oder wie ich hier mich mit Challenges versuche. Oh, hier hätte ich fast meine Eisblumen verloren. Behalt hier drin, gibt's ja Gott sei Dank Eisblumen. Wie ich hier Challenges versuche. Könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben. Dann sehe ich auch, was hier am meisten gemocht wird von meinem Content. Okay, der eine Block hier muss auch noch weg. Also, wie machen wir das? Wir machen hier ganz viele Löcher rein. Hoffentlich nicht zu viel. Gut, der muss weg. Und dann hier noch ein paar Blöcke. Oh. Hier noch ein paar Blöcke weg. Okay, das müsste klappen. Jetzt nochmal ganz zurück. Und einen Goomba holen. Und, oh. Und dann sollte es klappen. Was ich da auch schon wieder für Stunts mache, ist auch schon wieder unmöglich. Na gut. Wie wurde ich eigentlich da nicht getroffen von der Piranha-Pflanze? Na gut. Hoffentlich letzter Versuch. Los geht's. Wir haben den Goomba. Hier ist alles sicher. Wir rennen durch. Springen drüber. Okay. Alles bisher so gut. Was natürlich auch passieren kann, aber eigentlich nicht sollte, dass man aus Versehen Y einfach loslässt und dadurch seine Skulptur wegwirft. Das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren könnte, aber es kann passieren. Okay, wie machen wir das so hier? Und darauf hatte ich natürlich Angst, dass wir hier keinen Speed aufbauen können. Können wir aber, sehr gut. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben 1-2 mit der Eisblock-Challenge geschafft. Puh. Es war schwieriger als gedacht. Viel schwieriger. Gerade mit dieser Blockkonstellation, der erste Mal eine Treppe zu bauen. Jetzt frage ich mich natürlich aber trotzdem, ob wir auch den Turm schaffen können. Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir den Turm schaffen können. Natürlich nicht mit dem ersten Gegner. Okay, wir können ihn so weit bringen, aber da oben müssen wir dann switchen. Hallo. Lässt ihr mich denn nicht hoch? So. Gut, die Ups, die brauche ich. Ich habe schon maximal Leben. So. Jetzt müssen wir diesen Knochen trocken hier durchwarten lassen.
komm her, komm durch, komm Knochentrocken, ich brauche dich. Ich mache eine Challenge. Okay. Und jetzt müssen wir sehen, ob wir dieses Level schaffen können. Oh. Okay, ich sehe nichts. Ich sehe ganz und gar nichts. Ich bin auf der völlig falschen Seite. Auf die rechte Seite der Plattform. Oh, das gibt's doch nicht. Vielleicht noch einmal. Und jetzt. Nein! Oh. Okay, wir können einfach durchschauen. So, da kommt die Stelle, da kommt die Stelle. Okay, gut gelandet. Die Stelle. Nein. Wenn man sich das da links anschaut, nein, das ist nicht möglich. Ja, beim Wasserlevel geht es nicht, weil wir da niemanden hochhalten können. Genau, und das Schloss geht nicht. Wegen den engen Zahnrädern. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten Teil sehen wir uns in Welt 2 wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Falls ihr mehr Content sehen wollt, lasst ein Abo da. Ciao und bis zum nächsten Mal. Thank you.